Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit City Skylines, wo wir derzeit ja echt schon rekordmäßige Einnahmen haben. Gerade war es noch im 60.000er Bereich. Also, wenn etwas läuft, dann das. Aber es ist natürlich trotzdem alles ausbaufähig. Hier hat es offenbar auch ein kleines bisschen gebrannt, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht warum. Okay, das muss noch ein kleines bisschen geräumt werden. Oh, hier haben die Bäume auch was abbekommen, aber der Platz an sich sieht eigentlich ganz fresh aus. Interessant auf jeden Fall, interessant. Wie steht es überhaupt hier ums Industriegebiet? Ja, da können wir noch so einen letzten Hauch schönes Zeug haben. Damit das irgendwie richtig wuppt. Müssen wir mal kurz gucken. Da können wir ja in der Theorie nochmal. Wo haben wir die denn? Unsere lustig kleinen Mikroparks. Reicht das aus für das letzte Stückchen? Ist die Frage. Oft mal nicht. Ist egal. Wir haben auch noch andere. Ja, guck mal da. Wenn nicht das, dann machen wir andere Sachen. Wie zum Beispiel. Haha. Ja, damit können wir denen hier eine richtige Freude machen. Aber offenbar auch nicht genug. Wobei, hier, da. Da ist schon so gut wie. Kann das tatsächlich was ausmachen. Und von mir aus auch noch mal so eine Polizeistation in der Nähe. Auch schon Tier und so. Ja, da fangen sie jetzt an. Und dann ist auch hier der Naturschutz besser. Dann wäre das hier grüner, weil da kaum CO2-Emissionen und sowas sind. Wobei die Schornsteine sagen etwas anderes. Aber die haben auch hier mehr hochgebildete Mitarbeiter, die sie brauchen. Was auch für uns richtig gut ist. Und es können mehr Leute da arbeiten. Also da kommt echt alles zusammen. Und der nächste Park brennt. Ey, was ist das hier für eine miese Stadt, die ich da aufgebaut habe? Oha, da haben wir ein kleines Problemchen, wie ich sehe. Jo, ne, da. Da kann ich nichts für. Eigentlich schon, aber egal. Oh Mensch, wo kann ich hier am besten nochmal das gute Zeug zwischenpacken? Muss ich eigentlich hier machen? Ach, das ist doof. Oh, und ich sehe schon, wir brauchen ein paar Röhrchen. Das sind Heizrohre. Nee. Nichts mit Heizrohren. So, diese Dinger wollte ich haben. Jawohl. Oh, wie sieht das hier mit den Parkplätzen mittlerweile aus? Noch immer nicht so sehr genutzt, wie ich es mir erhofft habe. Aber irgendwann, wenn ich groß bin, dann. Dann kommt schon irgendwann mal was. Genau. So, dann können wir hier noch irgendwie. Wo haben wir es denn? Da! Da können wir noch so was Schönes hinbauen. Mann, 53.000 haben wir schon. Es geht in die richtige Richtung. Aber noch ein kleines Stückchen ist zu gehen. Mal sehen, was sagt denn überhaupt gerade das Naturschutzgebiet? Es fehlt noch immer an Besuchern. Obwohl hier schon ein munteres Kommen und Gehen ist. Und ein Fahrzeug auch mal.
Oh, richtig schön, das gefällt mir. Ach, ist auch Parkpflegefahrzeug, deswegen hat es das Boot drauf. Okay, dann ist das eben alles zivil. Ja, ist die Frage. Hier können wir natürlich ein bisschen was drauf erstellen. Ich sag mal, füllen muss man das selbstständig hier irgendwie. Hier können wir auf jeden Fall noch irgendwie Zeugs unterbringen. So, kriegen wir irgendwie unter. Und von hier aus können wir noch ja sowas hier hochbauen. Machen wir das Ganze so. Schlängeln uns ein bisschen am Gelände entlang. Und dann wäre das schon. Dann können wir hier noch irgendwie so kleine Wohnungen machen. Ja, warum nicht? So frei nach dem Motto, die Welt gehört uns. Da können wir nochmal da. Und dann machen wir hier noch Bürogebäude. Noch und nöcher. Löppt. Es ist nicht schön, aber es ist selten. Uha, das ist noch nicht so dolle. Wie ist denn hier gerade die Parkauslastung? Ja, guck mal, da haben wir nämlich das Problem, dass wir nicht genug Parks haben. Genau. Da bauen wir doch einfach mal so ein Ding nochmal zusätzlich hin. Das tut den Leuten gefallen. Jawohl. Es sind ja auch nur noch 1500 um und bei. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht heute noch was wird. Ah, hier steigen die Gebäude auch auf. Das ist gut. Das ist sehr schön. Demnächst müssen wir auch mal so Spezialdistrikte machen, wo wir Ökohäuser oder was nicht alles. Das habe ich auch vor. Allerdings eigentlich erst, wenn wir die letzte Zivilisationsstufe, wollte ich schon sagen, in Anlehnung auf alte Spielchen, wo man tatsächlich Zivilisationen baute. Schande. Hier haben wir irgendwie, ist das Gelände da noch nicht so schön. Wo können wir hier noch guten Gewissens irgendwas bauen? Weiß gerade gar nicht. Hier können wir auch, weiß nicht, schöne Wanderwege. Ah, jetzt ist etwas heller geworden. Allerdings, weil die Nacht so weit vorangeschritten ist, dass die meisten schon ihr Licht anhaben. Das bringt nämlich manchmal auch was. Ach du Schande, wo kann ich hier noch was zwischenquetschen? Ja, dann muss ich eben hier ran. Warum nicht? Nein. Wobei, machen wir das doch mal sowieso weg. Und gehen mal in die Vollen. Oh, vermutlich brauchen wir da sogar einen Highway am Ende. Muss ich mal sehen. Hier kriege ich auf jeden Fall noch mal eine Linie gezogen. Da noch hin und führen wir da mal fort. Kann man da noch irgendwie. Oh ne, da kriegen wir sogar noch recht gut das Ganze hin. Äh.
Nee. Dann machen wir das doch mal so hier. Und von dort aus fangen wir auch an, das Ganze wieder etwas interessanter zu gestalten. Ne? Soll ja niemand sagen, ich kann nur langweilig bauen. Fast nur. Ja. Das ist doch auch mal was. Nicht schön, aber selten. Ja, dann würde ich fast mal sagen, bauen wir hier Zeugs auf. Wobei, brauche ich vielleicht gar nicht so exzessiv. Ich liebe es jetzt schon. Ja. Hier muss das so reichen. Und Strom natürlich. Wie kann ich das nur vergessen? So, jetzt haben wir auch das irgendwie gelöst. Oh Mann, ich glaube, da steht als nächstes richtig ein Umbau an, wenn wir das Ding fertig haben. Nicht genügend Strom. Eieiei. Mal kurz gucken, da können wir doch sicherlich... Ja, sowas Schönes hier machen, ne? Siehst du, das kriegen wir hin. Muss nur noch mit Wasser Ah, keine Straßenanbindung. Ich erkenne das Problem, ja. Nein. Machen wir das Ganze mal so hier und dann klappt es auch mit den Nachbarn offenbar. So, haben wir sowas auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch. Und da konsequent hier weiter fortsetzen, was wir angefangen haben. Es ist nicht schön. Soll es auch nicht sein. Wann machen wir hier schon die... Nee, wir haben noch nicht die schönen Dinger hier. So, irgendwo kriegen... Da, guck mal. Da kriegen wir es noch zwischengeproppt. Was wollen wir mehr? Und schon klappt es auch mit den Nachbarn. So, und das Ding muss hier auch größer werden. So langsam, aber sicher geht's voran. Ich habe hier noch immer kein einziges parkendes Auto. Es ist schlimm. Die Straße scheint ja auch ein bisschen verbuggt zu sein. Und ich weiß noch immer nicht, warum. Haben wir hier irgendwie? Nee. Da ist eigentlich in alle Richtungen Autos, die fahren. Ich habe absolut keine Ahnung, warum das nicht so will, wie ich will. Ja, Fahrradfahren hier, gerne. Okay, offenbar muss ich hier doch nochmal ein bisschen ausbauen. Warum nicht? Komm. Gönnen wir uns einfach mal. Beziehungsweise... Machen wir mal so hier, ne? Und dann
können wir hier noch ein bisschen, ja. Passt schon irgendwie. Nein. Hier wollte ich doch eher sowas hier machen. So, hier kriege ich noch rein. Was kriege ich da rein? Für einen Park ist das zu uneben. Wir machen ein Bürogebäude. Warum nicht? Ist sogar sehr großzügig für Bürogebäude, die eigentlich keine Erwartung an irgendwas haben. Aber wir sollten dafür sorgen, dass hier auch Leitungen gegeben sind. Hurra. Und zack. So, irgendwie sind hier gerade diverse Rückgänge zu verzeichnen. Ach du Schande, wo rücken die denn aus? Einsatzort. Brennt dort Lichterloh oder was? Nö. Warum auch immer so viele Einsatzfahrzeuge da unterwegs waren? Ich brauche Einwohner! Wie, ihr stirbt mir jetzt alle davon? Yay, da können wir auf jeden Fall schon mal die Stromverbindung ziehen. So machen wir das. Jawohl. Dann sorgen wir auch noch hier irgendwie für Bildung. Boah, Bildungsauftrag erfüllt. Was wollen wir mehr? So. Läuft. Haben auch dafür alles gesorgt. Wir haben noch immer hier... Was ist das hier? Ich war kurz davor. Ey, das Spiel mobbt mich mal wieder so richtig. Ich dachte, in dieser Folge könnte ich es schaffen und jetzt geht alles irgendwie den Bach runter. Ach, vielleicht weil der Friedhof voll ist. Das könnte für ein gewisses Missvergnügen sorgen. Na gut, wenn Friedhof voll ist, dann müssen wir eigentlich nur was tun, damit die wieder leerer werden, oder? Zum Beispiel hier sowas bauen. Warte mal, wo können wir die denn sinnvoll... Da, so. Dann wird das hoffentlich ein kleines bisschen entleert. Entruht. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Was ich mir da so gerade zusammenquatsche teilweise. Alter Verwalter, kranke Bürger. Ja, da braucht man nur ein bisschen ärztliche Versorgung und dann fluppt das doch eigentlich wieder, ne? Machen wir doch mal einen Onkel Doktor hin und... Ach komm, da können wir auch noch ein. Sollen uns die Parks mal nicht dran hindern. Eieiei. Die Versorgung ist hier allgemein ein bisschen für den Arsch. Um das mal salopp zu sagen. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Warte mal, steht hier, woher die Dinge rühren? Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich ja mein Wasser verseucht. Jemand hat das Wasserrohr vergiftet. Nö, eigentlich. Oh doch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe meine Bürger doch vergiftet. Shit.
So, jetzt wird einmal hier das schlechte Zeug aufgesogen. An und für sich nicht schlimm. Solange es auch wieder entsprechend rauskommt. So, jetzt haben wir hier theopraktisch wieder sauberes Wasser. Das ging flotter, als ich dachte. Ach du Schande, jetzt habe ich echt erfahren, woran das lag. Das war nicht mein klügster Schachzug, um ehrlich zu sein. Na gut, dann haben wir jetzt überfüllte Friedhöfe, überfüllte Arztpraxen und hoffen, dass das Ganze eigentlich nur noch besser werden kann und besser wird. Und beim nächsten Mal dann vielleicht der große Aufstieg kommt. Ich weiß noch nicht, ob es klappt oder nicht. Aber wir werden es ja auf jeden Fall erfahren, wenn die nächste Folge da ist. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.